So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chikui. Beim letzten Mal haben wir einen düsteren Tunnel durchquert, den wir dank unserer neuen Fähigkeit Licht zu malen ausleuchten konnten. Und wir sind jetzt im Dorf Dinner angekommen, wo wir uns etwas mit den Bewohnern beschäftigen werden. Und natürlich, bevor wir anfangen, gab es noch hitzige Diskussionen in den Kommentaren, ob das Ganze gelb oder grün war, was ich am Ende gemalt habe. Und ich habe hier ein Bildschirm, ich habe hier einen Screenshot von der Farbpalette. Ich würde sagen, es ist ein Oliv. Und wir einigen uns darauf. Die Sache ist halt die, es kann auf jedem Monitor anders aussehen. Aber es ist noch kein reines Gelb. Es ist einfach Oliv. Fertig. Kein Grün, kein Gelb, Oliv. Ja, und jetzt, wo wir uns alle wieder beruhigt haben und bestimmt nicht noch öfter in dem Projekt mich anflamen werden, weil ich Farben anders bezeichne, als ihr sie seht, wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Okay, hallo Dorf. Hey, Kleides. Hey, Dad. Ach so. Hab irgendwie nicht die Connection zwischen Waschbär und Hund gezogen. Sorry. Könntest du dich also etwas von deiner Freundin losreißen und uns besuchen? Mann, nur Spaß. Ist aber schön, dich zu sehen. Mama sagt, du bringst jetzt die Farbe. Bin stolz auf dich, Kleines. Kannst du mir mal bei was helfen? Ich möchte, dass der Lochi-Laden wieder farbig wird. Irgendwas Knalliges, weißt du? Gelb. Mit rotem Dach. Das Blut deiner Opfer. Oh ja. Pommes, das sieht toll aus. Vielen Dank. Hey, ich hab was für dich. Du reist doch jetzt so viel durch die Gegend und ich möchte nicht, dass du dich verirrst. Du bekommst eine Kamerakarte. Jawoll. Das ist eine von diesen schicken neuen Kamerakarten. Damit kannst du auch Fotos machen und so. Drück einfach M, um sie zu öffnen. Ich gehe jetzt zurück nach Hause. Ruf an, wenn du was brauchst. Gamer-Modus aktiviert. LOL. Oh, wie cool. Also, ihr seht's ja, ne? Ihr seht, was ich... Ich kann mir sogar selber Sachen auf der Karte markieren. Und das ist nicht im Spiel, sondern echt nur auf der Karte. Oh, Junge. Wo bin ich? Da bin ich. Genau, dann könnte ich jetzt hier so einen Luftballon hinmalen. Und hier so auch. Leider nur mit Schwarz kann ich Sachen markieren. Aber immerhin. Ich kann auch die Farbe ausblenden, wenn ich möchte, und ranzoomen. Das ist cool. Doch, hier haben wir auch unsere Anzeige, wie viel Kleidungen wir haben, wie viel Spielzeit wir haben, wie viel Prozent wir haben. Cool. Jo, was geht? Tapioca. Hallo, willkommen im Lochi-Laden. Bevor du fragst, nein, wir haben keine Farben-Specials. Tut mir leid, unsere Lochis wurden wie alles andere auch entfärbt. Oh, einen Augenblick, du bringst doch die Farbe. Hör zu, wir brauchen deine Hilfe. Du musst für uns einen neuen Special-Lochi entwerfen. Das sind Donuts, oder? Ja. Großartig! Die Farben-Specials sind eigentlich der einzige Grund, warum die Leute herkommen. Dekoriere darauf los. Ah ja, okay. Ich mach schon wieder Zylinder. Ich bin so kreativ. Oh, wie oft kann man zum Beispiel Zylinder in dem Spiel malen? Ah hey, hier hat man wenigstens eine ganze Farbpalette. Ich will, soll ein Gesicht sein. Wir haben... Die Farben sind halt echt nicht so krass, die wir haben. Also ich könnte das schon mal als Grundfarbe nehmen. Für mein Lochi. Okay, ich hoffe, alles, was drüber ist, wird nicht mit ins Design eingenommen. Hoffen wir einfach mal. Warum malt es so fusselig? Malst du auch so fusselig, wenn ich kleiner mal? Nein. Fast sogar schon so ein Pixel-Ding, ne? Guck mal, wie clean man malen kann. Guck, kriegt sogar eine Nase. So eine fette Orangene. Und einen Mund. Und dann kriegt er Zylinder. Niemand hätte damit gerechnet. Okay, er kriegt einfach ein lila Stirnband scheinbar. Mit grünen Streifen. Na, würdet ihr diesen leckeren Donut nicht haben wollen? Safe. Ist der hässlich? Ah, es ist perfekt. Ich fange gleich damit an, die Farben zu extrahieren. Ich muss jede Menge davon machen. Sicher wird sich jetzt jeden Augenblick eine riesige Schlange bilden. Kann ich den nochmal neu designen? Oh, da draußen sind jetzt welche, die den haben wollen. Cool. Alle, die
Lieben lief nur ein paar Specials Chicory war nicht allzu oft hier. Darum ist das Design seit einer Weile unverändert geblieben. Es ist auch schon aufregend, ein neues Design zu sehen. Nochmals danke. Die Farbenextraktion ist kompliziert. Dr. Käse hat die Prozedur im Farbenlabor in der Nähe vom Frühstück ausgedacht. Ganz ehrlich, ich habe keinen Schimmer, wie das eigentlich funktioniert. Ich weiß nur, dass es essbar ist. Die Leute sind ganz verrückt nach Lochis mit einer spitzeren Farbe. Darum kommen sie auch von überall her. Dr. Käse ist ganz bestimmt eine Art Genie. Ihre Arbeit mit der Farbe sind ein echtes Geschenk für die Welt. Eigentlich eine ziemliche Verschwendung, dass wir es nur nutzen, um Lochis zu machen. Da du jetzt die Farbe bringst, könnte ich wetten, dass du sie eines Tages treffen könntest. Ja, okay, aber ich will meinen Donut neu designen nochmal. Scheinbar darf ich das nicht. Oh, guck mal. Wir haben so eine Labrador-Farbe. Ist süß. Das Tuch so auf Rot färben ist auch cute. So sehen wir cute aus. Oh, ein Edgar. Und ein Burby. Der kriegt grüne Kleidung. Ja. Hallo. Oh, guck mal, den kennen wir. Makrone. Hey, ich bin ganz wild auf ein Loch. Ich bin total aufgedreht. Die Farben sind auch cool. Frag mich, wie sie auf Nahrungsmittel kriegen. Ach, hier sind immer andere Leute drin. Oh, da ist eine Rübe. Ich liebe Lochis, die sind wie perfekte Kreise aus dem Paradies. Schmatz, 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 schmatz. Pfefferminz. Ach, dein neues Farben-Special gefällt mir sehr. Wie hast du es geschafft, ein Lochi so schön zu machen? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das essen möchte. Ich werde 1 Million Bilder davon machen, wenn ich sie in die Hände kriege. Okay, ja, mach ein paar Selfies mit meinem Donut. Ach, der ist sogar hier draußen drauf. Ist ich jetzt erst. Oh, ist der hässlich. Ja, haben wir echt gut gemacht. Ich bin sehr überrascht, wie viel jetzt hier so an Dialogen auch ist, dass ich jetzt 2-mal reingehen konnte und dann irgendwie 7-mal mit der reden konnte und auch noch was über die Welt erfahren habe. Das ist scheinbar sehr schon so... Achso, die wechseln ja, ne? Ich liebe die Farbe-Specials, dabei mag ich Lochis noch nicht einmal. Aber die bunten haben einfach etwas ganz Besonderes an sich. Es ist, als würde man Magie essen. Ich glaube, auch Käfer essen gerne Farben. Das kann ich total verstehen. Ich bin genau wie sie. Man könnte mich wahrscheinlich dazu bringen, alles Mögliche zu essen, wenn man es nur einfärbt. Okay. Die Kiwi nehmen dir es eingefärbt. Hallo Guacamole. Diese jungen Leute heutzutage und wir haben kaum noch Zeit mit anderen zu sprechen. Vielleicht mal eine kurze Unterhaltung, dann laufen sie einfach weiter. Verstehen denn nicht? Sehen ja nicht, wie viel ihnen geht? Gerade wo ich darüber rede, dass ich einfach zu wenig mit den NPCs rede, ne? Ich versuche mich immer mehrmals mit anderen zu unterhalten. Und selbst wenn sie sich unterhalten, benutzen sie einfach nur einfach Steuerung oder B, um die Unterhaltung so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Warum können sie sich nicht einfach mal Zeit nehmen, um zuzuhören? Vielleicht bin ich ja zu langsam. Ah, mit B ist er instant fertig, natürlich. Also, ich lese doch eh mit. Ich weiß zu schätzen, dass du stehen geblieben bist, um mir zuzuhören. Vielleicht sind die jungen Leute ja doch in Ordnung. Nimm das. Du bekommst etwas Müll. Danke. Ich freue mich auf das neue Farben-Special. Ich habe bisher jedes Farben-Special probiert, jedes einzelne davon, mein ganzes Leben lang. Wenn ich jetzt auch nur ein einziges verpassen würde, das wäre es tatsächlich versagt. Addicted. Okay. Hier haben wir Creme, Melasse, Granita, Krapfen, Rübe und Grieß. Was ist denn süß? Hier ist das Stachelschwein? I don't know. Das neue Farbenkind, was eine Ehre, Digga. Bist du wegen unseres Jungen gekommen, wegen Rübe? Ja, ja, wir haben ihn geschickt. Wir haben die merkwürdige Wucherung auf dem Tempel mit unseren eigenen Augen gesehen. Schlimmer ist, dass der Pfad in den Tempel vollständig blockiert ist. Ja, wir haben gehofft, Kunstwerke zu sehen, Digga. Für gewöhnlich sind sie so wunderschön. Und dann muss ich nochmal mit euch reden, ne? Bist du schon mal im Tempel der Farben gewesen? Wenn du das Farbenkind bist, dann musst du schon einmal dort gewesen sein, richtig? Daher befinden sich jede Menge historische Informationen über das Farben... über die Farbenkinder und den Pinsel. Ja, und außerdem wunderschöne Kunstwerke. Es ist ein Nationalheiligtum. Hoffentlich kannst du den Tempel wieder in Ordnung bringen. Naja, und dann gibt's keine Sprechblase mehr. Hallo? Hallo. Unsere Familie lebt seit vielen Generationen im Buffet, schon bevor es die Akademie gab. Wusstest du, dass eine Maus eine der ersten war, die die Farbe bringen durfte? Man sollte uns nicht unterschätzen, nur weil wir klein sind. Die Kunstakademie und der Tempel sind so alt wie die Zeit, doch drumherum hat sich Buffet im Laufe der Jahre sehr verändert. Wegen der Akademie kommen hier junge Leute von überall her zusammen. Wir haben Glück, dass hier von
dass wir hier von Familie umgeben sind. Hallo, Rübe. Hallo. Erzähle meiner Familie bitte nicht, dass ich mich unterwegs hier verirrt habe. Die würde mich ewig damit nerven. Okay, mache ich nicht. Das ist eine ziemlich große Familie, nicht wahr? Aber ich war immer das Baby. Die gehen mir immer auf den Senkel damit, dass ich mich ständig verirre oder Hilfe brauche. Und das ist tatsächlich auch mal wieder passiert. Aber ich war so nah dran. Eigentlich. Wollte ich schon immer mal die Verantwortung für etwas ganz Besonderes, Wichtiges haben. Darum habe ich mich auch so sehr darauf gefreut, dem Farbenkind über den Tempel zu erzählen. Was sagst du? Habe ich es gut gemacht? Ja, perfekt. Hallo, Gries. Ich bin froh, dass mein kleiner Bruder Rüb in Ordnung ist. Ich habe den kleinen Silip, aber er ist ein ziemlicher Dödel. Ich muss immer auf ihn aufpassen. Irgendwie geht Rübe immer wieder verloren. Der Kleine würde sich sicher auf dem Weg von hier zum Lochiladen verirren. Doch diesmal hat er es geschafft, nachmittags mal zu reisen und zurückzukehren. Vielleicht ist er einfach kein Kind mehr. Er wird so schnell erwachsen. Einmal ging Rübe los, um uns ein paar Lochis zu holen. Und dann ist er nicht zurückgekehrt. Und ich so, hey, der Lochiladen ist doch gleich da drüben. Offenbar hat ihm den Käfer Angst gemacht. Und darum ist er auf einer anderen Seite vom Picknick gelandet. Das ist so typisch Rübe. Irgendwann mitten in der Nacht ist er dann mit den Lochis zurückgekommen. Ich hatte zu große Schuldgefühle, um mir zu erzählen, dass ich schon welche geholt hatte. Okay. Lernen wir etwas über diese Welt. Wenn ich das richtig verstehe. Also, die gesamte Karte heißt Picknick. Die Welt. Glaube ich. Und es gibt verschiedene Gebiete. Das hier ist Mittagsmahl. Hier ist der Nachtmahl Wald. Und es gibt Frühstück, haben sie, glaube ich, auch erwähnt. Und die Bewohner heißen alle wie einzelne Speisen. Also irgendwer hatte sehr großen Hunger, als er das Spiel gemacht hat. Aber ist ja irgendwo eine lustige Lore. Weil der eine hat ja gerade erzählt, dass die am anderen Ende von Picknick war. Also nehme ich an, dass die gesamte Welt einfach Picknick heißt und nicht nur das Dorf. Kann natürlich auch sein, dass das Dorf Picknick heißt. Ich bin nicht ganz so safe. Alter, ein Dog und... Könnte auch ein Hund sein, ich bin nicht sicher. Hallo, Clementine. Pommes! Mama hat gesagt, dass du zu Besuch kommst. Das ist großartig. Das ist Rettich, meine beste Freundin. Es wäre eine große Ehre, ein berühmtes Talent wie dich zu treffen. Danke. Leute wie deine Schwester und ich rackern sich jeden Tag ab. Betreiben Kunst, arbeiten an unseren Fähigkeiten, einfach nur damit wir eine Chance haben, um vielleicht eines Tages, wie du den Status eines Farbenkindes zu erlangen. Du musst sowas wie ein Genie sein. Du solltest mal einen Kurs besuchen. Ich würde so gern von einer Choreophäe wie dir etwas lernen. Tut mir leid, Ehrenwort. Sie ist nicht immer so. Sie hat aber recht. Hat sie? Absolut. Du solltest echt einen Kunstkurs besuchen. Oh. Wie findet dich hier drin statt? Cool. Okay. Ich mache aber erstmal die Kunsthalle ein bisschen... schöner. So. Machen wir einen Kunstkurs? Ja, warum nicht? Oh, du brauchst eine Farbe. Ja, ich finde die Kleidung bunt schöner bei dir. Ja. Hallo. Quinoa. Oh, welch eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich unterrichte hier an der Akademie. Unabhängig von deinen Fähigkeiten ist es immer gut zu üben und zu lernen. Der Unterricht beginnt gleich. Möchtest du mitmachen? Klar. Alle nehmen jetzt bitte ihre Plätze ein. Ja, guck mal, der macht auch mit. Ist das ein Opossum? Sieht so aus, so ein bisschen, ne? Ja, ein cooles Opossum mit einem Piercing. Mit einer coolen Cap. Die heutige Lektion ist eine ganz besondere. Pommes, das neue Farbenkind, nimmt heute im Unterricht teil. Das dürfte interessant werden. Bitte macht eure Pinselstile bereit. Was ist das nochmal? Sultanine. Ich weiß nicht, was eine Sultanine ist, aber ja. Inzwischen solltest du die Terminologie wirklich beherrschen. Wir sollen es uns doch von unserem besonderen Gast erklären. Sollen wir es doch von unserem Gast erklären lassen? Ja, ich verstehe. Pommes? Oh, haha. Also, das ist... Warum erklärst du es nicht? Ich habe nicht zugehört. Ich habe zugehört, ich habe es gelesen, aber mit Lesen passt man nicht so auf, wie wenn man es selber liest. So dumm es auch klingt, gerade in dieser Satzform. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr in der Schule irgendein Buch vorlesen müsst. Und euch so denkt, das habe ich gut vorgelesen. Was habe ich gelesen? Ich weiß nicht, was ich gelesen habe, aber ich habe es vorgelesen. So geht's mir oft. Ja, lass mir einfach sie es erklären. Vielleicht solltest du es erklären? Huch, mein Tisch aus, was ich angemalt.
Pinselstile sind voreingestellte Formen deines Pinsels. Hervorragend geeignet für Dekoration und für die Erschaffung von Mustern. Könntest du einen Pinselstil demonstrieren? Ich habe meine Pinselstile zu Hause vergessen. Na gut, sicher gibt es wichtigere Dinge, an die du denken musst. Nimm dieses Starterpaket. Du bekommst das Pinselstil-Starterpaket. Denke daran, dass du jederzeit einen Pinselstil auswählen kannst. Mit Hilfe von 1, 2, 3 oder 4. In Ordnung, zu eurer heutigen Aufgabe. Ich möchte, dass ihr alle etwas malt, das Folgendes zum Ausdruck bringt. Freude. Fangt an. Ah, guck mal, wir haben jetzt Formen. Lol, ich kann den Sternen malen. Oder ein X'en. Lol, hier gibt es doch später 100 weitere Pinselstile. Okay, das ist cool. Wisst ihr, was mir noch mehr gefallen würde, wenn es Farben gäbe, die schön wären? Kann ich die Pinselstile auch wieder... Ah, danke. Sieht aber eigentlich cool aus irgendwo schon, ne? Ist wie so ein Hintergrund. So ein angedeuteter. Tada! Ein fliegendes Königchen, das einen Apfel aus einem Baum nimmt. Während keine Sonne scheint, weil es kein Gelb gibt. Fertig. Alles klar, Pinsel runter. Nun machen wir weiter mit der Feedback-Phase. Es wird Zeit, eure Arbeiten zu zeigen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die anderen auch sehe. Das ist meins. Guck mal, der nimmt einen Apfel. Wow, das ist also das Werk eines echten Farbenkinds. Ja, fühlt sich gut an, anzusehen. Es ist sehr hübsch, detailliert. Dieser hellgrüne Tupfer bewirkt sehr viel. Ich kann sehen, dass du ein großer Fan von Farben bist. Mir gefällt deine Interpretation von Freude. Meine Freude fühlt sich anders an, aber ich habe das Gefühl, dass ich die wie deine jetzt verstehe. Verzeihung? Erkennt das niemand das sonst, das, sieht gut genug für mich aus. Ich möchte es mit nach Hause nehmen und Mama und Papa zeigen. Die will mich rauswerfen. Nun, das wäre alles für heute. In der folgenden Stunde studieren wir die alten Klassiker. Ich hoffe, dass du dabei bist. Und ihr alle solltet weiter üben. Lol, guck mal, ich kann jetzt die X'e malen. Okay, hat sich gelohnt. Frage, hast du mich? Hör zu. Alle hier mögen dich vielleicht, weil du die Farbe bringst. Doch das heißt noch nicht, dass du was von Kunst verstehst. Also trage bitte deine Nase nicht allzu hoch. Das ist auch schon alles. Ich weiß, dass ich ungehobelt wirke. Das liegt daran, dass ich die Dinge so sehe, wie sie wirklich sind. Und auch keine Angst habe zu sagen, was Sache ist. Darum werde ich auch die Beste sein. Jeder kann Kunst schaffen, doch es erfordert harte Arbeit, am besten von allen zu sein. Den Weg dorthin kann man nicht erschwindeln. Alles klar? Hallo, mein Bild war Kunst. Hallo, Clementine. Ich bin überrascht, dass jeder weiß, dass ich das neue Farbenkind bin. So etwas spricht sich schnell herum. Und die Schüler hier wollen noch mehr als alle anderen wissen, wer das Farbenkind ist. Für manche von uns bedeutet das viel. Für mich eigentlich nicht. Aber ich freue mich total für dich. Ich schätze, es war für alle eine besonders große Überraschung, weil Farbenkinder für gewöhnlich aus dieser Akademie kommen. Man studiert hier in der Hoffnung aufzufallen. Was ist mit dir? Ich mag die Kunst einfach. Das ist etwas völlig anderes, als das Farbenkind zu sein. Macht es dir Spaß? Ich denke schon. Cool. Ich hoffe, du tust einfach das, was dich glücklich macht. I do. Mama und Papa vermissen dich wirklich. Sie haben Angst, dass sie sich einsam fühlen, wenn ich endlich ausziehe. Oh. Wie stehen die Dinge in Mittagsmahl? Ganz in Ordnung. Ich komme nicht viel raus, um ehrlich zu sein. Geht mir genauso. Die Kunst hält mich beschäftigt. Das ist das wahre Leben. Ja, ich war eine Putzkraft von irgendjemandem, der mich nicht kennt. Kakala. Weißt du, was sich wirklich gut anfühlt, wenn man die Mal- oder Radieren-Taste zweimal antippt? Oh yeah. Das erzeugt einen großen, satten Farbklecks. Wenn ich nur daran denke, läuft es mir den Rücken runter. Ah, es gibt auch einen Löschklick, okay. Cool, dass die mir so viel beibringen. Hallo, Rosenkohl. Du bist das Farbenkind, wow. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Du hast mir schon mal von deinen Donuts erzählt, Junge. Ach, ich arbeite sehr hart an der Kunst. Ich hoffe, eines Tages auch ein Farbenkind zu werden. Warum wird nicht aber jeder ein Farbenkind? Problem gelöst.
Liebst du es auch, Kunst zu schaffen? So entspanne ich mich am liebsten. Besonders gern halte ich die Malen- oder Radieren-Taste gedrückt und halte dabei meinen Pinsel schön und ruhig. Hast du es schon mal versucht? Damit wird alles sehr befriedigende Art und Weise gefüllt. Sieht jetzt nicht so viel anders aus? Keine Ahnung, was sie wollen. Aber ihr habt einen gelben Raum. Es gibt so viele Dinge, die dafür sorgen, dass ich mich traurig oder fröhlich fühle. Das alles ergibt nicht wirklich Sinn für mich. Doch wenn ich mich hinsetze und an meine Kunst arbeite, verspüre ich diese merkwürdige Klarheit. Und wenn ich meine Gefühle und Gedanken aus mir heraushole und zu Papier bringe, dann ergibt für mich alles ein wenig mehr Sinn. Das ist doch cool. Wenn man Kunst schafft, verbringt man seine Zeit auf sinnvolle Art. Vermutlich lieben es nicht alle so sehr wie ich. Aber ich habe das Gefühl, dass es allen Wesen gut tun kann, Kunst zu schaffen. Wenigstens ein bisschen. Ein bisschen wholesome, das Game hier, ne? Möchtest du dir ein paar meiner Kunstwerke ansehen? Klar. Ja. schon gut. Meine Werke sind noch nicht gut genug. Rosenkohl, zeig dir jetzt solche Dinge. Außerdem liebe ich Videospiele. In meiner Schule bin ich der Beste bei Mega Mash Sisters. Ah, statt Super Smash Brothers. Ich verstehe. Ich bin richtig schlecht bei diesem Spiel. Oh, okay. Dann würdest du wahrscheinlich keinen Spaß haben, es mit mir zu spielen. Nerd. Was hast du noch zu sagen? Die Kunst ist für mich eine sehr sinnliche Angelegenheit. Ich mache das, weil es mir Vergnügen bereitet. Ich liebe das Doppeltippen, um Sachen so richtig mit Farbe zu bedecken. Auch Pinselstile machen richtig Spaß. Oh yeah. Okay. Es gibt ja aber jetzt keinen weiteren Unterricht bei dir, oder? Möchtest du an einem Kurs teilnehmen? Ja? Alle nehmen jetzt bitte ihre Plätze ein. Oh, es gibt mehrere Kurse. Tut mir leid, dass ich noch einen gestartet habe. Wir gehen jetzt gleich in den Tempel, okay? Willkommen zurück, Pommes. Ich bin so froh, dass du zu uns zu einem weiteren Kurs besuchen kommen konntest. Sind alle furchtbar glücklich darüber. Sieh dir dieses klassische Gemälde an. Ich muss anmalen. Okay, kann ich nicht, ja. Das ist eine Katze mit einer Gießkanne. Hier im Garten von Quindim. Ich möchte, dass du es kopierst. Vielleicht könnt ihr es auch an euren eigenen Stil anpassen. Fangt an. Ich habe eine Frage, Frau Lehrerin. Wieso geben sie mir 37 bunte Farben, wenn ich ein Schwarz-Weiß-Gemälde nachmachen soll? Das wird ja vielleicht für euch lustig. Nehme ich das als Grauton? Ich glaube, ich nehme das als grausten Grauton. Okay. Ich versuche das nachzumalen, während ich das sehe, ne? So? Na, hat er einfach so einen Schwubbeldubbelbart, ne? Eigentlich müsste ich so Kreise ziehen. So. So. Können wir die Linie hier noch so ein bisschen reinziehen, dass es mehr stimmt? Dann gucken wir wegen der Musterung. So. Und so. Hier so ein Fleck. Und da so eine Schräge. Und hier eigentlich so ein Dreieck. Jetzt müsste ich das alles hier ausmalen. Ich glaube, wenn das jemand so mit Grafiktablett, so ein richtiger Künstler spielen würde, wäre auch irgendwo ein richtig cooles Let's Play. Oder so ein Stream oder so. Also, falls irgendwer meiner Künstler-Zuschauer das Spiel sich auch gönnt, kann ich mir sehr coole Sachen vorstellen, zumindest, dass ihr machen würdet. Ich habe den Kopf viel zu riesig gemalt, ne? Tja, ja. Kopf ist einfach 5-mal größer als der Rest vom Gemälde. Aber ist ja egal, ich kopiere ja nur. So. Ein Auge. Zwei Auge. Ja, das ist ein gutes Auge. So. Und so. Und hier ist noch eine Nase. Die so ein bisschen dreieckmäßig ist. Ich glaube, da ist ein Mund. Ja, den Mund haben wir auch. So. Dann den Ärmel. So, ja. Da kommt der Arm dann raus. Da ist der Daumen. Und hier ist dann die Gießkanne. Theoretisch natürlich. Wenn später noch so eine Art Fülltool und sowas gibt, dann ist cool. Ja, mir fällt auch gerade auf, ich muss die Augen innen noch hell machen. So, und dann hat er noch eine Bauchtasche hier. So. Die ist ein bisschen... Ne? Ja, die war eigentlich ganz gut. So. Ja, und das hat auch eine Graufarbe. Auch ein helles Grau. Ich habe halt überhaupt keine Farben hier zur Verfügung, ne?
Das regt mich so am meisten auf. Ja, hier, ich mal's immer so ein bisschen aus. Mache ich jetzt nicht mehr perfekt aus. Perfekt. Oder? Hat doch gut getroffen. Wir können noch mal tauschen. Ja. Ist einfach vom Abzeichnen her, ne? Wir nehmen es hin. Kunstwerk. Wurde erschaffen. Ich möchte nur das noch zumachen. So. Ja. Fertig. Alles klar. Pinsel runter. Mal sehen, wie es gelaufen ist. Tada. So wirkt es also auf dich? Es ist, als seien wir direkt dort im Garten. Hallo, Herr Gärtner. Die essentielle Essenz wurde erfasst. Das ist ziemlich komplex. Ein sparsamer Einsatz von Blau ist sehr erfreulich. Insgesamt sind Hell und Dunkel hier gut ausbalanciert. Das ist wirklich interessant, Pommes. Es wäre mir nie eingefallen, es so aufzufassen. Ja, mit der Farbwahl muss man ja arbeiten hier, ne? Aber ich hätte auch so richtig abgehen können mit den Farben. Ich frage mich, ob die echt zu den Farben, die ich nehme, kommentiere. Okay, das wäre vorerst alles. Dein Werk wird in der Galerie der Klassiker im Imbiss sein, Pommes. Der dortige Kurator wird sich sehr freuen, das zu sehen. Ihr alle solltet die Galerie im Imbiss einmal aufsuchen und übt weiter. Ist jetzt Schule vorbei? Bist du an mehr Kunstunterricht interessiert? Tja, mehr haben wir im Moment nicht. Komm wieder, wenn du einen neuen Pinselstil hast. Puh. Lust auf mehr Unter... Okay, nee, die sagt einfach nur... Verzieh dich. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir weiter den Tempel suchen. Der muss ja hier irgendwo in dem Dorf sein. Ah ja, da oben. Yo, Gamers, das war's mit der heutigen Folge. Tut mir leid, dass ich sehr viel gelabert habe jetzt in dem Dorf. Und weißt du, in der letzten Folge, oh, ich laber bei mir mit den Leuten und jetzt heute, zack, laber ich zu viel mit allem. Aber ich versuche eine gute Balance zu finden. Es war ja trotzdem irgendwie lustig, diese Kunstkurse zu machen und so. Und ich hoffe, ihr geiert nicht nur auf die Story, sondern lasst mich das Spiel in meinem Tempo erkunden, ohne das Projekt selber als langweilig zu empfinden. Und scheinbar kann ich den Pinsel auch gedrückt halten, um Sachen auszufüllen. Das muss ich in Zukunft noch testen. Aber das kann ich erst nach dem Farbentempel machen, weil den habe ich schon gespielt. Hihi. Aber gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann.